Hallo liebe Adventure-Freunde, heute gibt's mal wieder ein neues Let's Play von mir. Und zwar ist das Spiel heute rausgekommen. Goodbye Deponia. Hier sieht man schon, you are now leaving Deponia. Das Spiel ist der dritte Teil der Deponia-Reihe, das heißt, wer die ersten beiden Teile nicht gespielt hat, dem lege ich sehr ans Herz, sich die vorher irgendwo anders anzuschauen. Ich habe die selber nicht geletsplayt, aber natürlich gespielt und die sind auch sehr großartig, also spielt sie selbst oder schaut sie euch bei jemand anders an. Auf YouTube gibt es da sicherlich Dutzende Leute, die das gespielt haben. Und natürlich unbedingt auf Deutsch. Das Spiel kommt aus Deutschland, von der deutschen Firma von Dedelic und ist einfach großartig. Und jetzt schauen wir mal, wie der dritte Teil wird. Bevor ich hier viel laber, fange ich einfach mal an. Ich schätze, es wird ein Intro kommen. Oh, den Inventarmodus. Ah, vielleicht auch erst das Tutorial. Denn dann nehmen wir natürlich den wow, super tollen Mausrad-Inventarmodus. Ja. Hallo, Rufus. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Hm, mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. So, dann wollen wir das doch mal ausprobieren. Wo ist es? Und, oh, das Sprechblasensymbol. Ich sehe es. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Das ist das herrlich. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal, Das ist so herrlich, das ist exakt derselbe Dialog wie den letzten beiden Tutorials. Aufs Wort, nur mit einem anderen Charakter diesmal. Wunderbar. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses Rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut, dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Hat er wirklich in früheren Tutorials Linksklick gesagt? Das müsste ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel, dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Nehmen wir ihn mal. Nanu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Jo, Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Wie ich dich kenne, hast du es irgendwo mitgehen lassen. Aber ist ja auch egal. Du brauchst es für das Tutorial. Mehr musst du nicht wissen. Tutorial, Schmutorial. Und kombinierst du schon? Ich war gerade dabei. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Mensch, die hat ja wirklich gar keine Geduld. Also bitte, ist doch einfach. Sieh her, Toni.
Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Na, dann setzen wir es mal ein. Unauffällige Aussparung. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ja, wie ich mein. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Du Toni? Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Da, ich zeig's dir. Ja. Tja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Und damit willkommen im Intro. Meine lieben Mit-Elysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist... Aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Ist ja wirklich ein Paradies hier. Oh. Ja, kein Wunder, dass Rufus da die ganze Zeit hin will. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder in Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät. Putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz an Hold war. Und zwar auf Deponia. Der Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Russa, Spot an für Teil 3. Goodbye. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ruhig Blut. Ich mache doch nur Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Grillhonig? Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt. Das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig. Da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Bosos Kutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation. Wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber
Na kommt schon, jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Oh oh. Kacke. Aber immer schön die Tür hinter sich zumachen. Habe ich Kontrolle? Ich habe tatsächlich Kontrolle. Das geht ja wieder munter los hier. Ich dachte, es kommt vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung vom letzten Teil. Aber das muss ich erstmal verspäten jetzt, weil wir sind ja hier in einer Notlage offensichtlich. Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Oder wir werden verfolgt. Warum schläft denn Bozo dadurch? Er schläft wie ein Baby. Großes, gefährliches Piratenbaby. Ich kann ihm auch später noch alles erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anderes. Was? Ja, das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. Lecker. Aber auch mit der Pfanne können wir gerade nichts machen. Ich rede mal mit Doc. Hey, Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja, ja. Und sonst so? Na. Glücklicherweise haben wir eine Hotspot-Anzeige, die uns sagt, es gibt hier nichts mehr. Schnell, go hinterher. Oha. Spätestens jetzt wird Bozo wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Mhm. Was haben wir hier? In den Kutter zurück? Zum Bug? Sonst nichts? Na toll. Oh oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Ah, unser Erzfeind. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Goal? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Gammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Ob und Gott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Okay. Ja, das ist auch was, was im letzten Teil passiert ist. Hier, wir haben in letzter Sekunde noch das Bewusstsein von Goal ausgetauscht, sodass er jetzt hier mit Donna zurückgelassen wurde, unser lieber Freund Cletus. Ich kann zurück zur Brücke, aber das will ich nicht. Ich kann zum Heck und ich kann mir den Organon anschauen. Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück. Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Goal! Goal! Halt aus! Ich komme! Aber ist die jetzt eigentlich wieder zusammengesetzt? Hat alle ihre drei Bewusstseins zusammen? Bewusstseins? Bewusstseine? Naja. Ihr wisst schon. Elegant. Genau wie geplant. Goal,
Was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Oder wir machen den Kran einfach ab. Kranhalterung. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil, das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Aber mit was? Haben wir was dabei? Nein. Wisst ihr, was haben wir gerade? Okay. Schraube Mitte. Ich tu's. Da kommen die anderen beiden raus. Oh oh. Das kommt mir doch jetzt vage bekannt vor. Schraube links. Oh oh. Ups. Schraube Mitte. Ja, jetzt kann ich hier aber ziemlich endlos dran drehen. Wo ist denn diese andere Schraube hingefallen? Ich muss sie holen gehen. Aber ich kann hier gar nichts machen. Ich habe nur eine Option, was zu tun. Und das ist die mittlere Schraube. Aber ich kann noch Hubler, ja. Kommst du voran? Naja, ja. Es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Oh oh. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Mit dem Griff. Aha. Es hat Gürtel zwar, aber es hat schon sehr witzig ausgesehen gerade. Und das Resultat auch. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau willst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ich werde natürlich niemals meine Tricks verraten. Ein Profi verrät niemals seine Tricks. Doch bitte. Woher soll ich sonst wissen, welche Blende ich wählen muss? Hallo? Geht's noch? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Genau. Aber das Foto! Jetzt sag ihm schon, was du vorhast, damit wir endlich weitermachen können. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich hab ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Mist, er hat unseren Trick bemerkt. Da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. Warte! Ich hab den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Kein Problem. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha! Eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja. Vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So. Und Blitz. Fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins.
2. Ah! Ich bin blind! Ich bin blind! Ah! Und? Wow, du hast es wirklich geschafft. Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so. Ja. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Also dieser Fan, der ist ja schon ziemlich lästig. Was wollte ich gerade tun? Was wollte ich doch gerade tun? Goal retten? Ich weiß nicht. Eigentlich hat das noch Zeit. Wie oft kommst du als Fan schon dazu, mit deinem Idol sprechen zu dürfen? Stimmt schon. Irgendwie. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Die. Alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Und immer noch der Alte. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Uneigennützig. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Gletas herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Gletas angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Ha, das ist auch eine schöne Art, wie man eine Story-Recap machen kann. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Ganosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar, du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletus gerettet. Genau so war's. Alles richtig. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Ja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Schauen wir uns mal um. Ich würde sagen, drücke den großen roten Knopf. Aha, das war fast zu leicht. Hebel? Immer noch. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nach. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Unten? Oder? Also für das Foto muss ja auch ein bisschen Action hier sein. Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. So ein bisschen Kollateralschaden ist ja schon okay für ein Foto. Ja, hier gibt es noch mehr Knöpfe. Immer doch. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles... Nur das nicht! Ja!
Ich bin ein Kanonier aus! Ah! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall! Ich muss ja sagen, die Musik ist etwas laut und nervig gerade. Ich hoffe, das kommt im Video, dass man da noch alles versteht. Die Kanone hat einen Linksdrall? Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Na toll! Jetzt ist die Munition alle. Na toll. Na, gespannt? Wie die Windhose bei einem Flugschnabeltier-Ei-Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh, eine ganze Weile. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Ein Fan. Das gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Tja, also, Goal! Goal! Ich rette dich! Was sagst du? Mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort! Was musste sie auch auf dem Kran herumtoren? Den abzuschrauben war viele besser. Hui, da sprühen aber die Funken! Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Reine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Ist er jetzt tot? Oh, grausames Karma. Wer dokumentiert denn jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Ich meine, er brennt. Hey, aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit! Genau! Verdammt! Nehmen wir die Axt! Oh, schlau! Achso! An mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. Nein, nein, ich weiß genau, wie das geht. Feuerwehraxt mit Hebel. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und meine legendäre Fähigkeit, mich über die Regeln der Vernunft hinwegzusetzen. Mist, dabei war es so klar. Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit? Der Organon, wie er leibt und ist, diese Spaßbremsen. Na dann doch den Schlauch. Machen wir mal Kohl ein bisschen nass. Ja, sie ist heiß. Na gut. Eine Wasserkanone. Jawohl. Das ist schön. Und nun? Was? Für ein Teufelskerl. Und jetzt müssen wir nur noch den Schlauch kappen. Geh! Halten! Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen?